Also hier haben wir einmal zwei Efeuranken, Hängeblume, die ich absolut perfekt finde. Dann einmal diese wunderschöne Blume. Ich weiß aber noch nicht, ich muss sie auf jeden Fall abschneiden, aber ich weiß noch nicht, wo rein damit. Das ist der Spiegel, der hier in die Ecke soll. Das ist das Wandregal. Hier ist mein unglaublich geiler Wäschekorb. Ich liebe ihn komplett. Vor allem mit Fußbetätigung für Faule. Und hier kann man das trennen. Ich mache das nach weiß und bunt, weil ich sehr viel weiße Sachen habe. Und dann kann man die einfach rausnehmen und in die Wäsche. Es ist so genial. Könnt ihr auch sehen, das sind alles die Spuren von meiner Kupferlichterkette, die ich mal hatte. Das ist mal der mit Farbe übermalen. Und ich hatte hier 4 Jahre lang Tesa Power Strips dran mit Haken für meine Lichterkette. Und man sieht das dementsprechend. Und das wollen wir auch noch übermalen. Und ich wollte von der Gardine noch die Lichterkette entfernen, weil ich die nie benutze. Da mein The Weekend Poster hinzumachen und mein Ticket. Und hier kommt dann das schwarze Wandregal hin mit der Hängepflanze. Und das wird dann hier auf diese Ebene gepackt. Dass es auch symmetrisch aussieht und dann hängt die Hängepflanze hier so runter und ja. Und bei der Wand habe ich schon alle Tesa Power Strips entfernt, da gab es auch zum Glück keine Rückstände. Oh mein Gott, guckt euch das bitte an. Ich habe gerade eben aus Schallplatten meiner Oma diese wunderschöne Deko gemacht. Also die ist ein bisschen, die ist geil, sehr speziell. Ich weiß nicht ganz, was da rein soll. Das werden wir noch irgendwie eine Lösung für finden. Die ist sehr, sehr geil. Ich habe halt unterschiedliche, ich habe die 3 sind gleich groß und die 2 sind auch gleich groß. Ich habe halt unterschiedliche Taktiken und Höhen und Gefäße ausprobiert und genau, die liebe ich auch extrem. Und diese goldene finde ich auch wunderschön. I mean, oh mein Gott. Ich habe auch extra die schönsten Farben so in der Mitte rausgesucht bei meiner Oma. Und da werde ich auf jeden Fall Schmuck reinmachen. So ein paar Ringe vielleicht, maybe. Das Loch ist natürlich unpraktisch, aber das wird ja eh irgendwo drauf liegen. Das finde ich auch sehr cool.